Hallo und herzlich willkommen hier auf www.lyrhelder.de. In diesem Video widmen wir uns einer Schwingung, einer harmonischen Schwingung, die nicht so alltäglich ist, besser gesagt, die manchen sie im ersten Moment gar nicht so beobachten können. Und zwar eine Flüssigkeitssäule, also zum Beispiel Wasser, soll ein U-Rohr schwingen. Ein U-Rohr, das kennen wir sicher noch aus dem Unterricht, in Chemie oder in Bio, natürlich auch vor allem in Physik. Das ist einfach so ein Glasrohr, das überall den gleichen Durchmesser hat. Also die gleiche Querschnittsfläche und wie ein U gebogen ist. Da füllt man es einfach eine Flüssigkeit rein. Einfach als Wasser, manche färben das dann noch mit Kaliumpermanganat, irgendwie lila, damit man das schöner sieht. Und dann nehmen wir das und lenken das einfach aus. Man kann da reinblasen das eine Ende oder ansaugen oder man hält es einfach mal schief und dann führt man es wieder in die Horizontale über oder die Vertikale, je nachdem wie ihr das seht. Und dann fängt das Ding an zu schwingen. Und natürlich die interessante Frage, ist das eine harmonische Schwingung? Normierungsweise wie beim Fadenpendeln oder ist wirklich eine harmonische Schwingung und von was hängt dann wieder unsere Periodendauer ab? Naja, wenn wir wissen wollen, ob es eine periodische Schwingung ist, müssen wir also das lineare Kraftgesetz für die Rückstellkraft zeigen. Was könnte denn hier die Rückstellkraft sein? Naja, gucken wir uns das mal an. Hier habe ich natürlich um S ausgelenkt. Das heißt, was hier an Wasser drüber steht, oder Flüssigkeit, hat eine gewisse Masse. Und diese Masse, die drückt das Wasser ja wieder hier drüben hoch. Das heißt, was wir hier haben, ist einfach die Gewichtskraft. Also Fr, unsere Rückstellkraft, ich jetzt mal mit Indiz, kann ich berechnen, indem ich weiß, wie viel Masse an Flüssigkeit hier über der anderen Säule lastet. Und naja, mal wie. Da die Auslenkung nach oben ist und die Gewichtskraft nach unten, wieder minus mg. Einfach um die Richtung anzugehen, weil wir das hier da oben schon in der Formel drin haben. Nun, wie kriege ich die Masse von der Flüssigkeitssäule raus? Naja, ich brauche die Dichte der verwendeten Flüssigkeit, also bei Wasser wäre das zum Beispiel 1, und multipliziere das mit dem Volumen. Und zwar mit dem Volumen, das hier oben ist, ich nenne das mal V klein. Also, Rho mal V klein mal G. Nun, V klein können wir berechnen. Wir kennen unser U-Rohr, das heißt, wir können die Querschnittsfläche hier entweder messen oder wir messen den Radius und brechen die Fläche. Auf jeden Fall hat es die Querschnittsfläche A. Also wissen wir, hier steht Rho mal A mal, naja, die Höhe dieses Zylinders hier, 2S. Warum 2S? Na guck mal, dass ihr einmal S ausgelenkt, aber auch das hier drückt ja auf unsere Säule, die hier drüben nicht vorhanden, also 2 mal S. Also mal 2S und dann haben wir noch unser Ortsfaktor G dabei. Ihr seht, wir haben es geschafft. Es steht ein S in unserer Gleichung. Wir haben also Fr, Abhängigkeit von S. Und wie ihr seht, sind das alles andere Konstanten. Wir haben also eine lineare Abhängigkeit und können unser D bestimmen. In unserem Fall hier, D, ihr seht es hier, wir haben einmal Rho, wir haben A, wir haben 2, wir haben den Ortsfaktor G drin. Das heißt, unser D, unsere Richtgröße in diesem harmonischen Schwinger, weil wir eben diese Linearität hier gezeigt haben, wäre D gleich Rho A 2G. Und wir können jetzt einfach hier einsetzen in T, um unsere Schwingungsdauer auszumessen. T ist gleich 2Pi. Mal Wurzel von m durch d. Richtgröße d setzen wir jetzt ein. Wie wir auf diese Form gekommen sind? Naja, wir haben ein Video gedreht zum Federpendel. Schaut einfach nach, das war eine Differentialgleichung. Funktioniert natürlich genau gleich hier. Ich verwende es hier einfach halber. Ich setze ein, 2pi mal Wurzel aus m durch rho a 2g. Naja, nun könnte man zufrieden sein und sich gemütlich zurücklegen und sagt, naja, von was hängt das alles ab? Von der Masse, von der Dichte, vom Ortsfaktor, von der Querschnittsfläche. Jetzt gehen die Experimentalphysiker in ihr Labor, verbringen da Tage in ihrem schönen Labor und messen es nach und stellen fest, naja, das haut alles irgendwie nicht gar nicht hin. Also irgendwie scheint man hier noch nicht fertig zu sein. Man muss wahrscheinlich vereinfachen. Und jetzt müssen wir uns mal genau überlegen, naja, M
Dieses m hier, das stammt ja aus dieser Formel, die wir in der Differentialgleichung hergeleitet haben. Und da war das die gesamte Masse, die im Spiel war. Das heißt, das hier ist im Gegensatz zur oberen Masse die Gesamtmasse. Mg. Das heißt, ich brauche das gesamte Volumen. Also hier 2pi Wurzel von, naja, Dichte Rho mal das gesamte Volumen. Vg. Ja, durch Rho A2g. Ihr seht schon, die Dichte Rho kürzt sich raus. Das heißt, die erste Sache, die wir merken, es ist vollkommen egal, ob wir da Öl drin haben, Wasser drin haben oder irgendwie ein Alkohol, die Periodendauer wäre gleich. Wenn die echten Parameter stimmen. Nee, natürlich nicht ganz, wir gehen davon aus, dass hier keine Reibung herrscht und die Viskosität deswegen auch keine Rolle spielt. Aber in diesem schönen Idealfall, wie wir uns hier vorstellen, würde die oszillierende Flüssigkeit keine Rolle spielen. Nun, wir können weitergehen. Vg kann ich ja auch ausrechnen, das Gesamtvolumen. Das ist die gesamte Länge der Flüssigkeitssäule. Ich nenne sie mal L. Also L wäre die gesamte Länge der Flüssigkeitssäule. Mal die Querschnittsfläche A. Also habe ich 2pi mal Wurzel von A mal L durch A mal 2g. Ihr seht auch A kürzt sich raus. 2pi Wurzel von L durch 2g. Es hängt also nur noch von der Länge der Flüssigkeitssäule ab, also von der Menge von Wasser oder was auch immer ich da angefüllt habe und vom Ortsfaktor und von nichts anderem. Und das kam jetzt bei den Experimentalphysikern auch genauso raus. Dieser Versuch ist jedoch nicht ganz so leicht durchzuführen wie ein Federpendel oder Fadenpendel, weil die Reibungsverluste hier schon recht enorm sind. Aber in Klausuren ist das oft eine sehr beliebte Frage, da man die anderen Aufgaben meistens im Unterricht schon behandelt hat. Nun, danke, dass ihr hier bei www.lyrel.de reingeschaut habt. Verfolgt uns doch mal bei Facebook oder Google+ und bleibt uns gewogen.